Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir hatten euch in letzter Zeit ganz, ganz viele Spardosen vorgestellt und heute gibt's mal ein kleines Best-of Spardosen. Also welche Spardosen waren wirklich von all denen am coolsten? Das ist jetzt meine Top 3. Vielleicht sehen das Kati und Kahn ein bisschen anders. An erster Stelle oder hier ganz links sehen wir unseren Geldautomaten. Das ist wirklich super cool. Ein eigener Geldautomat, davon hat wahrscheinlich jedes Kind schon mal geträumt. Es gibt eine EC-Karte oder auch Kreditkarte mit dabei. Das ist quasi unsere Eintrittskarte für diesen Geldautomaten. Ansonsten funktioniert der nämlich nicht. Man kann da ganz normal sein Geld hineintun durch diesen Münzschlitz. Ein Cent wird jetzt hier angezeigt. Man kann hier oben auch Münzen reintun und dieses Ding ist wirklich einbruchsicher, nenne ich das jetzt mal. Zumindest vor euren Geschwistern, wenn ihr mal Geld verstecken wollt. Da so einfach kriegen die das da nicht raus. Erstmal brauchen die diese Karte, um überhaupt Geld abzuheben. Und dann gibt es auch noch einen Alarm, wenn man dann hier versucht, das Ganze aufzuziehen. Dann geht wirklich der Alarm los und man wird darüber benachrichtigt, wollte ich gerade sagen. Man hört es auf jeden Fall, wenn jemand an seiner Spardose zu schaffen ist. Also, Geld kann man einzahlen, man kann das Geld auch wieder herausbekommen, wollte ich gerade sagen. Wir kriegen das Geld nicht mehr raus. Oh nein! Ich habe extra Kahns Video geguckt, damit ich weiß, wie der PIN lautet, damit ich das Geld rauskriege. Aber kriege ich, glaube ich, gar nicht. Oh Mann, meine 2 Cent sind verloren. Also zum Geldautomaten wirklich, glaube ich, von all denen die sicherste Spardose. Hier gibt es nämlich kein Fach, um das aufzumachen, sondern man muss wirklich das Ganze mit der Karte machen und auch mit dem PIN. Ich dachte, er sei 1111. Keine Ahnung, oh Mann, ich hoffe, ich kriege meine 2 Cent wieder. Die nächste Spardose ist der sogenannte Geldzähler, so nenne ich das jetzt mal. Das ist einfach hier so eine Dose und wenn man da Geld reintut, dann wird das gezählt, 10 Cent oder auch 50 Cent und insgesamt dann 60 Cent. Hier kann man das Geld drin begutachten, die Dose ist durchsichtig. Das heißt, man weiß eigentlich immer schon auf den ersten Blick, je nachdem wie viel Geld da drin ist, wie viel Geld auch wirklich im Becher enthalten ist. Oder man schaut hier eben auf die Anzeige, da wird einem das nochmal digital angezeigt. Also hier habe ich jetzt 5 Cent und auch das merkt die Spardose und zeigt dann den aktuellen Betrag. 65 Cent haben wir jetzt schon gespart und jetzt kommt die für mich wirklich seltsamste Spardose aller Zeiten. Die nenne ich jetzt einfach mal den Geldfresser, auch genannt die Facebank. Face deshalb, weil das hier ein Gesicht ist und Face heißt ja auf Englisch Gesicht. Die schalten wir mal ein und haltet euch fest, sie ist wirklich super gruselig. Oh ja, jetzt geht's los. Ist das nicht total abgefahren? Das Gesicht ist irgendwie wirklich lebendig. Ich finde es mega gruselig. Man kann da auch ganz normal Geld reintun. Das ist unser Geldfresser. Der frisst wirklich eigentlich alles, aber am liebsten Geld. Sehr, sehr gruselig, finde ich, diese Spardose. Die macht außer diesen mechanischen Geräuschen keine sonstigen Geräusche, sondern bewegt sich vor allem. Eine lebendige Spardose, wie ich sie nenne. So viel zu meinen Top 3 Spardosen. Der Geldautomat, dann der Geldzähler und hier der Geldfresser. Wow, das Ding lebt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche von diesen 3 Spardosen ihr am coolsten findet. Den Geldautomaten, den Geldzähler oder diesen Geldfresser hier. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!